Hallo, hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobbykompanie aus Quickborn. In der letzten Zeit habe ich wieder mehr Anfragen zum Thema Kommunion und Konfirmation. Es ist so wieder diese Zeit. Und ja, ich habe gedacht, okay, befasse ich mich mal damit und habe hier mal eine ganz einfache Karte und Danksagung gemacht, weil es kommt ja häufig die Anfrage nach Einladung und ja gut, da gehört dann auch in der Regel eine Danksagung dazu. Und hier, wie gesagt, ganz simpel mal, das ist hier in Aquamarin, in Marineblau und ich finde, Silber passt immer, es sieht immer so ein bisschen festlich aus. Genauso habe ich hier die Danksagung gestaltet und als Stempelset habe ich hier die Bannereien genommen, weil da ist zum Beispiel der Stempel Einladung mit drin. Ich muss ihn mal eben suchen, da oben ist er. Und es ist auch Danke, vielen Dank und noch irgendein Danke ist da drin. Kleiner Gruß, also Dankeschön, genau. Und selbst eine kleine Menükarte könnte man machen, dann hier guten Appetit oder irgendwas mit draufsetzen. Also das ist ein tolles Set. Dazu gibt es auch Framelits. Wer dann diese Banner zum Beispiel hier ausstanzen möchte, ich habe das hier mal gemacht. Aber man kann es natürlich auch per Hand ausschneiden. Auch das ist gar kein Problem. So, nun sieht das noch so ein kleines bisschen nackig aus. Und ja, was sehr beliebt ist, sind die Fischmotive. Und ich habe gedacht, die kann man da wunderbar noch mit draufsetzen. Und zwar habe ich hier mal in Blau, in Silber und Blau wieder, also drei. Und die könnte ich jetzt hier schön mit draufkleben. Zum Beispiel so oder so. So fand ich das, glaube ich, ganz nett. So in der Art. Und hier könnte jetzt auch noch einer drauf. Irgendwo schwirrt hier noch ein blauer Fisch rum. Oder ich nehme halt einen silbernen. So, und dann kommt das Ganze wieder. Ja, wie habe ich die Fische gemacht? Das ist ganz simpel. Du erinnerst dich vielleicht an meine Schneeglöckchen und diese Stanze. Festliche Blüte ist wirklich für alles Mögliche zu verwenden und eben auch für Fische. Und zwar hat es hier ja dieses doppelte Teil. Und wenn ich da eins nehme und dann von dem nächsten so ein kleines bisschen, schwuppdiwupp, habe ich einen Fisch. Und wer das hinten halt noch ein bisschen ausschneiden möchte, kann das natürlich auch machen. Aber ich finde, so sind sie schon ganz toll. Also, wie gesagt, die ist so vielseitig, diese Stanze. Die kannst du nicht nur für diese festliche Blüte nehmen, diese große Blüte, nein, auch für Schneeglöckchen habe ich sie jetzt genommen. Und jetzt sind es auch noch für Fische. Also da kann man bestimmt auch noch mehr draus machen. Und hierfür habe ich zum Beispiel hier unsere Fähnchenstanze verwendet, die ja dreifach verstellbar ist oder auch noch mehr. Man kann auch noch andere Größen reingeben. Das kriegt man alles wunderbar damit hin. Also immer mal so ein bisschen spielen. Also das ist vielleicht so eine kleine Idee, wirklich ganz simpel und einfach. Aber gerade das ist manchmal mehr. Eine weitere Idee hätte ich dann zu dem Set. Ich muss es mal eben hier suchen. Da, genau, da ist es. Und zwar habe ich da Swirlbird oder auch wunderbar verwickelt, denn da gibt es ja auch die Framelits zu. Oder Thinlits sind das in dem Fall. Und da habe ich jetzt unser Auberginen genommen, habe auch gleich dazu die Danksagungskarte, also Auberginen. Ich habe wieder Silber verwendet und Flüsterweiß, also die drei. Und dann nehme ich als Stempelfarbe auch das Auberginen, Pflaumenblau und in dem Fall auch noch zarte Pflaume. Die passen wunderbar zusammen, diese drei. Ich habe das dann auch schon hier so ein kleines bisschen aufgebaut. Da habe ich der Stempel, also die sind hier. Dann nehme ich diesen und diese Flecke finde ich sehr schön. Und dann fange ich mal an, ich glaube mit dem Dunklen, genau. So kleine Unebenheiten kann man hier sehr schön auch mal mit einem Stift noch mal auswechseln, wobei das bei diesem auch gar nicht weiter tragisch ist. Okay, als nächstes kommen dann diese Sprenkel hier, diese Kleckse, und die setze ich jetzt ganz wahllos und fange einfach mal mit dem hellsten an. Ansonsten muss ich wieder so aufpassen, dass ich
dass ich auch nicht mit dem Dunklen in ein helles Kissen gehe. So, Sprenkel kommen immer gut. Aber man könnte sie zum Beispiel, ist jetzt gerade so eine Idee, die einem dann immer so mal zwischendurch kommt, auch in Silber machen, weil das natürlich, ja, das finde ich auch eine gute Idee. Okay, weil das natürlich ja ein bisschen festlicher ist, jetzt Kommunion und Konfirmation, und ich glaube, das werde ich dann nochmal abändern. Und zwar werde ich jetzt diese Flecke mit unserem farblosen Stempelkissen machen, mit Versamark. So, ich habe mich jetzt entschieden, da noch ein dunkleres Teil drauf zu setzen. Jetzt habe ich meinen Stempel hier schon mal gereinigt und gehe jetzt hier auf mein farbloses Stempelkissen und stempel jetzt einfach mal drauf los. So. Dann lege ich mir jetzt das Blatt darunter. Ich glaube, du kannst jetzt nicht so wirklich was erkennen. So, jetzt habe ich hier unser Silberpulver. Und das gebe ich jetzt großzügig darüber. Und wenn ich die ganze, das ganze Teil darüber gebe, das macht überhaupt nichts. Weil ich sehe nun auch nicht so wirklich, wo ich gestempelt habe. Und jetzt geht das Ganze zurück. So, jetzt kannst du es ganz gut erkennen. Also die grauen Flächen, das ist jetzt hier natürlich mein Silber. Das schütte ich gleich zurück. Ich gehe aber jetzt mal an eine andere Stelle, muss mein Heißluftgerät, mein Embossing-Tool nehmen, um das jetzt zu verschmelzen. Das ist fertig. Jetzt ist ein bisschen Silber auf meinem ja schon gestempelten hängen geblieben, aber auch das sieht ganz toll aus und ja, also gefällt mir gut. Jetzt nehme ich die Thin Lids hier, und zwar sind das so verschiedene für die Big Shot, und da habe ich mir das hier rausgesucht, und auch das mache ich jetzt in diesen drei Farben in Farbkarton, und die werden dann dort drüber geklebt. So, und das ist das letzte Teil hier, was ich ausgestanzt habe mit der Big Shot. Also nochmal hier über meine Matte so ein bisschen geben. So, und das ist jetzt für die Danksagungskarte. Das andere habe ich jetzt schon soweit hier mal so aufgebaut. So wird das dann nachher aussehen. Und du siehst, es ist jetzt was ganz anderes. Das heißt, es ist etwas anders geworden, als ich das eigentlich ursprünglich geplant habe, aber mit dem Silber, das ist mir wirklich dann erst dabei eingefallen, und das geht dir vielleicht auch manchmal so. Also so wird es jetzt werden. Dann muss da ja natürlich noch ein Fisch drauf, und den mache ich dann hier wieder mit unserer tollen vielseitigen Stanze. So, und ich würde sagen, es kommen dann wahrscheinlich silberne Fische damit drauf. Dann kommt noch Einladung damit zu auf die kleine Danksagung. Ja, und dann zeige ich dir mal, wie das aussieht, wenn alles fertig ist. So, und da bin ich wieder. Also meine Dankeskarte ist fast fertig. Ich habe noch unseren Glitterstift dazu verwendet. Und wenn man da einmal mit anfängt, dann kann man ja auch nicht wieder aufhören. Und ich habe gedacht, so zu dem Silber, das wirkt alles total edel, passt natürlich auch super schön hier noch unser Glitterstift. Dazu habe ich hier aus dem Set Bannereien nochmal ein Dankeschön, und da ich ja bei Silber war, habe ich das nochmal auf Aubergine und auch mit dem Silberpulver embossed. Ich glaube, das kommt ganz gut, und hier kommt natürlich noch ein Fisch drauf, so dass meine Karte dann ja so fertig ist. Und die Einladungskarte ist auch fertig. Ich glaube, die ist ganz toll geworden. Und auch da konnte ich natürlich nicht widerstehen und habe noch alles so ein bisschen eingeglittert. Aber das ist natürlich so ganz
zart, nur das ist alles okay. So, und die ausgestanzten Teile hier sind nochmal aus den Framelits von Bannereien. Also da sind ganz tolle Sachen bei. Oder man kann es natürlich auch per Hand ausschneiden, gar kein Problem. Ja, das ist so meine Idee gewesen. Ach ja, ich kann auch nochmal die anderen Karten, die habe ich nämlich auch noch ein bisschen mit Glitter hier versehen und das wirkt auch alles gleich noch viel edler, also die Fische. So, das war's jetzt hier mit meinem Experiment, hätte ich fast gesagt. Und ja, vielleicht eine Idee für dich. Man kann es natürlich auch für andere Anlässe verwenden. Dann nimmt man einfach andere Motive dazu, nicht die Fische, Blumen oder was euch auch dazu einfällt. Ich bin ganz gespannt auf eure Ideen und sage Tschüss aus Quickborn.